Hallihallo, ganz, ganz langsam. Zurück zu WoW, weiter geht's. Die letzte Folge muss ich ein bisschen abrupt beenden, weil es gerade geklingelt hat. Ich erwarte ein Päckchen, aber kommt also für mich heute nicht. Soll für mich morgen kommen, heißt für euch gestern. Ja, gestern war auch, ihr wisst schon, was ich meine. Sprecht mit Draka, ja? Hier, da, Draka. Für den Kampf. Kraft. Im Leben war ich Draka vom Frostwolf-Clan. Eine Kriegerin, die alles gab. Um das zu beschützen, was am wichtigsten war. Doch mein Kampf war noch nicht vorbei. Maldraxxus. Die Armeen der fünf Häuser standen einst Seite an Seite, um das Reich des Todes zu verteidigen. Hier diente ich dem Haus der Augen. Eine seltsame Bestimmung für die Seele einer Kriegerin. Nochmal. Sie kämpften nicht wie ich. Schneller! Nochmal! Doch schließlich fühlte sich dieses Leben nach dem Tod richtig an. Das Haus der Seuchen existiert nicht mehr. Ein Fünftel von Maldraxxus. Ausgelöscht. Wie können Sie nur so unbedacht sein? Vielleicht waren Sie das nicht. Was auch als nächstes passiert, Maldraxxus muss weiter seine Pflicht erfüllen. Wenn wir versagen, dann fallen die Schattenlande. Das Haus der Auserwählten sollte noch an unserer Seite stehen. Ich vertraue euch diese Nachricht für Markgraf Krexus an. Jetzt geht. Seid wachsam, Draka. Meine Brüder, ich habe einen dringenden Auftrag. Mein Herr! Schnell! Es könnte Überlebende geben! Also die Verräter, von denen ihr spracht. Solche Urgora halten mich nicht davon ab, die letzte Nachricht meines Herrn zu überbringen. Prüfungen wie diese können ein Schwert zerbrechen. Oder sie schärfen es. Ich bringe den Schlüssel zur Rettung von Maldraxxus. Es tut mir leid, Markgraf. Er gab mir keinen Schlüssel. Eine unbeugsame Kriegerin mit den Fertigkeiten einer Meisterspionin? Ein Schlüssel zu vielen Dingen. Kommt, unsere Feinde werden schon bald offen zuschlagen. Wir müssen uns vorbereiten. Ich bin Draka. Einst war ich eine Frostwölfin. Jetzt bin ich Baronin des Hauses der Auserwählten. Und vor allem eine Verteidigerin von Maldraxxus. Ja, das war mal episch, oder? War mal eine schöne Zwischensequenz.
ein bisschen Geschichtliches dabei, war gut. Ne? Mir hat es sehr gut gefallen. Obwohl die Grafiken jetzt aufmachen, alles so ein bisschen her, ne? Haben sie, glaube ich, schon von Guild Wars 2 ein bisschen geklaut, ein bisschen abgekupfert. Weil da kann man sowas ja, zum Beispiel bei der Charaktererstellung, wunderbar sehen. Ja, also für die Aufmachung, die Grafik und alles, ne, so, habe ich schon von Guild Wars 2 ein bisschen was abgeguckt, würde ich sagen. Na egal. Baronin Draka. Man braucht man die Geschichte nicht. Und echt bei Baron Viras. Seine Geduld ist sehr begrenzt. Ja, mir schon für dich. Fliegen kann ich ja nicht. Leider. Aber so geht's ja viel schneller, wenn wir reiten. Die Schlacht wartet, Soldaten. Macht die Verteidigung bereit. Fasst euch kurz. Jawohl. Bei dem ist Dienst. Feigenverräter fordern töricht die Macht der Auserwählten heraus. Ach so, nochmal mit ihm reden. Hallo. Heraus mit der Sprache. Zurück auf euren Posten. Hügel der Augen. Über versteckte Spione mit dem Leichenhund ausgewählt auf. Und Ordnung waren. Überbringt Beschwöre Perex Ausbildungsoffizieren. Telis und Sekutor Mewix Befehle. Ich bin ja schon dabei. Mein Gott. Bleib mal locker. Bleib mal geschmeidig. Nee, da falle ich. Ich springe hier nicht runter. Nö. Sechsmal maskierte Infiltratoren töten und drei Befehle überbringen. Komm ich hier hoch? Ja, darf ich? Kann ich? Ja. Ich sehe nicht viel, macht ja nichts, ne? Nö, da geht's nicht rüber. Da vielleicht, nein. So, Spione, ne? Ich habe kein Ziel. Wie lauten meine Befehle? Ich werde eure Geheimnisse erfahren. Ja. Ich mir gedenkt. So, machen wir die mich erstmal hier. Alles normal und macht nichts, falls nicht komisch, dann gibt es hier. Nein, nicht alles gut. Alles klar, Leute, weitergehen. Er will auch nicht sein, glaube ich nicht, oder? So wird der Beschützer. Ich dürste nach Kampf. Aldraxus wird unser sein. Nope, nicht so lange ich lebe. Mission ist schon tot aus, schade. Nee, ohne mich nichts. Mal in die Richtung. Die Richtung. Da ist verkehrt. Ich muss hier hoch. Dann gehen wir mal hier hoch. Jetzt wenn er guckt, wenn er wieder zurückgeguckt. Es ist schon da ein Spion dabei. Hühnchen. Okay. Ah, hallo. Niemand bezwingt. Ich werde eure Geheimnisse erfahren. Das bin ich. Tschüss. Das waren drei. Vier noch drei. Hä? Was ist los? So weit? Mein Gott. Gebt mir einen Kampf. Das ist ein Kampf. Die du recht verlierst. Weiß doch. Waren es noch zwei? Eins, das macht zwei.
Ja, ja, aber nie, ne? Nichts dabei. Hier irgendwas? Vielleicht? Nein, auch nicht. Okay. Hier? Einer von euch? Hier? Nee, nee, kein Spion? Okay. Gehen wir da rein. Ja, müssen wir ja hier runter. Ja, erste Befehl gegeben. Ist das? Großbeschwörer Perex. Hi. Ja, ich habe Befehle. Ja. Ich habe Befehle. Schreit zum Zuschlagen. Bei dieser Dürre werdet mich nicht auffliegen lassen. Sagt dem Baron, er soll Anima besorgen, wenn er seine Knochen machen will. So, noch ein Spion und zwei Befehle. Ist der Befehl ist da hinten irgendwo? Da so, ja, 24 Meter. Brauchen wir noch einen Spion? Einen brauchen wir noch, einen brauchen wir noch. Nee, dann ja, hier irgendwo vielleicht. Ne? Da. Nee, dann dort. Du hier, bist ja ein Spion, oder? Bist ein Spion. Schade, warum nicht? Warum bist du kein Spion? Eine Pläne hier. Ein Schild, zeig was. Zeig was. Ah. Dann haben wir die schon mal fertig. Oh. Sehr schön. Zweiten Befehl abgeben. Was ist denn Ausbildungsoffizierin Celis oder Sekutor Mevix? Steht mal auf. Ausbildungsoffizierin Celis. Hier lang, einmal dort lang. Na, wo ist er denn? Schlagt härter zu! Da. Keine Gnade! Reicht doch, Ausbildungsoffizierin, Tillys. Hätte ich mir gedenkt. Gib mir einen Kampf! Jeder wird meinen Namen kennen! So, und den letzten noch abgeben. An Sekutor Mevix. Was immer auch ein Sekutor ist, hab keine Ahnung. Noch nie gehört. Ich bin ein Executor, aber kein Sekutor. Herr Dahl. Ich glaube, es wäre interessant, mal zu erfahren, was ein Sekutor ist. Kriegshund. Hey. Ein Knochen, ja? Was ist ein Knochen haben? Oh nein, nicht frei. Sind wir auch schon da? Draxus würdigt euch. Neue Befehle. Oh. Es geht nach Westen. Ausrücken. 500 Meter nach Westen. Gehen wir hier die Treppe, den Weg schon mal entlang. Machen wir uns schon mal auf den Weg dahin. Oh, bis jetzt muss ich sagen, Shadowlands gefällt mir schon richtig gut. Eine richtig gute Erweiterung. Richtig gut, finde ich. Mal ganz was Neues. Bei WoW zumindest, wie ich mir so entziehen kann, noch nicht in der Form gab. Aber ich kann mich da auch irren, verbessert mich. Ihr habt da schon mehr Erfahrung als ich. Aber schon sehr cool gemacht hier. Gefällt mir richtig nice. Aber ich würde sagen, den Rest des Weges, den machen wir in der nächsten Folge von WoW. Bis dahin, tschö mit euch.